Und guten Tag, Mensch, Leute, und willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ich muss euch ein paar Sachen mitteilen, unter anderem geht es um Castle Rush. Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, in den letzten Tagen kamen keine Folgen mehr. Also ich glaube, seit 3 Tagen oder 4 Tagen kommen keine Castle Rush-Folgen mehr. Das liegt daran, dass uns die Folgen jetzt ausgegangen sind. Ich bin auch in Asien und wir haben nicht geschafft, mehr vorzuproduzieren als bis zu diesem Punkt. Die gute Nachricht ist allerdings, es wird nicht mehr nur noch die Zuschauer-Maps geben, sondern es wird wieder beides geben. Das heißt, Zuschauer-Maps und die Battles, also Regen baut was auf, ich baue was auf und dann müssen wir unsere Burg rushen. Das heißt, es wird wieder beides geben. Anfang Dezember geht es wieder weiter. Aber keine Sorge, dass ihr bis Anfang Dezember gar nichts mehr kommt. Reset läuft jeden zweiten Tag weiter, bis ich wieder zurück bin und dann produzieren wir auch da weiter. Das ist eigentlich die wichtigste Sache für heute, nämlich die Serie ist jetzt online. Die erste Folge von meiner richtig ersten produzierten Serie, die kommt vom Kanal Unge, also in der Beschreibung verlinkt, erster Link. Das ist das erste Projekt, wo ich ein Team dabei hatte und es hat mega Spaß gemacht, korrekte Leute. Ihr wisst ja, ich liebe so Doku-Stuff, also Vlogs in Form von Dokumentation. Das mache ich einfach, weil ich am liebsten auch zum Beispiel Dokumentation gucke, wenn ich zum Beispiel irgendwas auf Netflix oder was auch immer gucke, gucke ich am liebsten Dokus. Ich feiere es einfach am allermeisten und deswegen habe ich auch mal angefangen selber Dokus zu machen. Ganz am Anfang sogar auf dem Kanal Unproblematisch. Da habe ich eine Doku quasi darüber gemacht, wie ich 40 Tage lang vegan gelebt habe. Das ist schon ewig her. Dann habe ich irgendwann halt den Kanal Ungefilmt gestartet und habe da auch ja, fast täglich Videos hochgeladen, wo ich meinen Tagesablauf dokumentiere und jetzt halt auch Unge. So, und das ist quasi eine Serie, die so in dem Stil ist. Ein bisschen Doku, ein bisschen aber auch Challenge. Das ist ganz geil. Wir treffen halt immer in jedem Land einen YouTuber. Und jemanden, der uns vor Herausforderungen stellt in verschiedenen Spielen. So, das heißt, ich habe alles kombiniert, was ich feiere. Andere YouTuber treffen, Reisen, Games. So, und das ist wirklich geil. Die erste Folge, ich hoffe, sie gefällt euch. Wir haben sehr, sehr viel Herzblut, sehr, sehr viel Zeit reingesteckt. Die erste Folge ist jetzt da. Schaut es euch auf jeden Fall an. Ich hoffe einfach, sie gefällt euch. In der Folge seht ihr auch mein neues Pokémon-Tattoo. Also, wenn ihr da neugierig drauf seid, schaut auf jeden Fall vorbei. Und wenn es euch gefällt, würde mich mega freuen, wenn ihr die Folge supportet, wenn ihr einen Kommentar schreibt, was euch wirklich gefallen hat. Zwischen den Serien werden ganz normal meine Vlogs kommen. Und immer einmal in der Woche kommt halt dann eine neue Folge von der Serie. Das war eigentlich soweit alles, was ich euch erzählen wollte. Der Home-Shop ist übrigens auch online. Und Longboards gibt es übrigens auch im Shop. Aber guckt erst euch die Folge an. Also, erster Link in der Beschreibung. Unge Quest heißt die Serie. Und ich wünsche euch viel Spaß. Haut rein. Ciao.